Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Aktuell. Mein Name ist Marc und ja, seit zwei Tagen ist jetzt Senua's Saga Hellblade 2 für Xbox Series X und innerhalb des Xbox Game Pass verfügbar von Ninja Theory und Microsoft. Vorweg, das Action-Adventure kann in wirklich vielen Bereichen mehr als nur überzeugen, es kann begeistern, aber, und das gehört natürlich zu weit dazu, es leistet sich auch ein paar Schwächen. Wie auch immer, einige Reviews werfen Fragen nach der Neutralität der Tester auf. Gibt es wirklich diese ominöse Xbox-Tax, wie sie genannt wird, also diese systematische Benachteiligung von Xbox-Spielen, von Xbox-Exclusives, von Spielen aus dem Hause Microsoft, sowie einige, viele Xbox-Fans vermuten? Dem gehen wir heute mal auf den Grund, am Beispiel eben von Hellblade 2. Nach dem Intro geht's los. Keine Frage. Das neue Spiel von Ninja Theory ist, wie erwartet, muss man so sagen, nicht unbedingt für den Massenmarkt geeignet. Lässt man sich auf das Abenteuer ein, dann erwartet einen zwar ein in künstlerischer Sicht absolutes Meisterwerk, welches gerade in audiovisueller Hinsicht ein herausragendes Erlebnis bietet. Von der Grafik und den Charakteranimationen bis hin zum Sounddesign lässt Hellblade 2 absolut keine Wünsche offen und bietet hier vielleicht sogar das Beste, was es im Videospielbereich aktuell gibt. Gepaart mit der cineastisch erzählten Story ist der Titel einfach ein atmosphärisches Brett. Doch es gibt auch eine andere Seite der Medaille. Die Spielzeit ist mit 6 bis maximal 10 Stunden recht übersichtlich, dafür aber auch nicht unnötig in die Länge gezogen. Der Spielverlauf ist sehr linear, abseits der Pfade gibt es in den Levelabschnitten nicht viel bis nichts zu entdecken und das Gameplay bietet am Ende auch nichts Außergewöhnliches. Daher wird Senua's Saga Hellblade 2 ganz sicher viele Fans finden, aber eben auch nicht jeden vom Hocker hauen. Und das ist ja auch durchaus okay. Wer Lust auf ein nicht unnötig aufgeblähtes Singleplayer-Abenteuer mit herausragender Atmosphäre und wegweisender Technik erleben möchte, wird hier glücklich. Alle anderen sollten um das Spiel ruhig einen Bogen machen. So gesehen erinnert der Titel sehr an den Vorgänger Hellblade, Senua's Sacrifice, der 2018 für Xbox One erschien. Auch dieser bot damals ein sehr intensives Erlebnis mit famoser Technik und einzigartiger Erzählung. Und auch dieser hatte mit ein paar Schwächen im Gameplay zu kämpfen, sodass mit diesem Gesamtpaket am Ende ebenfalls nicht jeder etwas anfangen konnte. Für die Wertungen war das allerdings kein großes Problem. Im Gegenteil, man lobte den künstlerischen Aspekt, die fesselnde Erzählung, das immersive Erlebnis, die wegweisende Technik und auch die Tatsache, dass Ninja Theory mit dem Spiel ein schwieriges Thema behandelt, nämlich Psychosen, genauso wie auch im zweiten Teil. An dieser Stelle enden dann aber auch die Gemeinsamkeiten. Hellblade 2 ist in technischer Hinsicht nach 6 Jahren naturgemäß besser. Die Rätseleinlagen sind ja abwechslungsreicher gestaltet und die Atmosphäre samt Storytelling ist noch einmal mitreißender geworden. Und das Gameplay ist zudem zwar nicht viel besser geworden, aber sicherlich auch nicht schlechter. Und während Hellblade Senua's Sacrifice anfangs PlayStation-exklusiv verfügbar war, gibt es Senua's Saga Hellblade 2 zumindest erst einmal nur konsolenexklusiv für die Xbox. Und genau das scheint für viele bei der Bewertung des Spiels ein Problem zu sein. Schon seit einigen Jahren macht ja der Vorwurf einer Diskriminierung von Microsofts Konsole die Runde, genannt Xbox Tax. Diese besagt, dass Spiele in der Regel automatisch schlechter bewertet werden, wenn sie von Microsoft stammen und oder nur für die Xbox erscheinen. Seinen Ursprung hatte diese Verschwörungstheorie, in Anführungsstrichen, also wenn es überhaupt eine Theorie ist, in der Nominierung bei den alljährlichen Game Awards, bei der selbst herausragende Xbox-Spiele wie Halo oder Gears of War stets leer ausgegangen sind. Ja, und da sind wir dann auch schon wieder bei Hellblade 2, welches wohl eines der absoluten Xbox-Highlights dieses Jahres ist und nüchtern betrachtet, wie eingangs erwähnt, den von vielen gefeierten ersten Teil eigentlich übertrumpft. Eigentlich. Ja, Hellblade 2 hat von vielen Medien trotz
einiger Schwächen eine absolute Top-Bewertung erhalten. Die andere Wahrheit ist aber auch, dass manche Tests überraschend schlechter ausgefallen sind als noch beim ersten Teil. Nehmen wir als prominentes Beispiel GameSpot. Auf der US-Seite wurde das erste Hellblade 2017 auf der PlayStation 4 mit einer 8 von 10 bewertet und die Sony-Exklusivität mit keiner Silbe erwähnt. Eine gewisse Jessica Coxwell kommentierte das Spiel damals bei Twitter, heute X, mit der Bemerkung, wie hervorragend es gelungen sei. Und 7 Jahre später schreibt eben diese Jessica Coxwell bei GameSpot den Test zum zweiten Teil. Prompt wird die Xbox-Exklusivität prominent erwähnt und das Spiel mit einer 6 von 10 abgestraft. Oder das Beispiel Game Critics. 2017 gab es von Autor Mike Suski noch eine herausragende 9,5 von 10 für eines der, Zitat, besten Spiele aller Zeiten. Nun hat sich der Autor Hellblade 2 vorgenommen, mäkelt an der 2018er Übernahme von Ninja Theory durch Microsoft herum und bescheinigt dem Spiel das Fehlen einer Vision. Note 4,5 von 10. Tja, sind das Zufälle oder doch eher nur Ausnahmen? Naja, letzteres eher weniger, wie weitere Beispiele zeigen. Bei Worth Playing zum Beispiel ging es von 9 von 10 runter auf 7 von 10. Bei der Washington Post, ich würde mal sagen, ein sehr seriöses Medienunternehmen, ging es runter von 8 von 10 auf 6,3 von 10. Keine Frage. Bei der Bewertung von Spielen kann man das subjektive Empfinden nie so ganz ausblenden. Hundertprozentige Objektivität kriegt man auch als Tester nicht hin. Völlig in Ordnung. Und nur weil jemand jetzt Hellblade 2 schlechter findet als Hellblade 1, ist ja durchaus möglich. Deswegen ist der Test noch lange nicht unseriös. Trotzdem fühlen sich jetzt viele Xbox-Fans mal wieder bestätigt, dass es diese ominöse Xbox-Tags tatsächlich gibt und dass in vielen Redaktionen anscheinend PlayStation-Fans sitzen, die Xbox-Spiele grundsätzlich schlechter bewerten. Oder was meint ihr?